Artikelnummer SCP-021. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-021 ist ein obligatorischer Parasit des menschlichen Körpers. Die Verwahrung gestaltet sich daher nicht schwieriger als die eines erwachsenen Menschen. Die meisten herkömmlichen Zellen sind vollkommen ausreichend. Das Objekt befindet sich derzeit in Arrestzelle 217-A auf Subjekt D139. Nur D-Klasse-Personal ist berechtigt, SCP-021 zu beherbergen. Solange ein bestimmtes Objekt als Wirt für SCP-021 dient, ist es von der normalen monatlichen Terminierung von D-Klasse-Personal ausgenommen. Beschreibung: SCP-021 nimmt die Form einer großen und aufwendigen Tätowierung eines schlangenartigen Drachens im orientalischen Stil an, die etwa 0,8 Quadratmeter Haut bedeckt. Dieses Tattoo bewegt sich selbstständig innerhalb der Haut des Wirtes und verhält sich weitestgehend wie ein normales Tier, wenn auch eingeschränkt auf zwei Dimensionen. Die Bewegung der Tätowierung verursacht ständige Schmerzen bei ihrem Wirt, vergleichbar und ähnlich dem gleichzeitigen Tätowieren und Entfernen von Tätowierungen im großen Maßstab. Der Organismus neigt dazu, die meiste Zeit auf und in der Nähe des Rumpfes des Wirtes zu verbringen. SCP-021 zeigt keine besondere Intelligenz, die über Grundlegendes wie Nahrungsaufnahme und Fortbewegung hinausgeht, obwohl es sich bisher als unmöglich erwiesen hat, die Intelligenz einer zweidimensionalen Lebensform tatsächlich zu messen. SCP-021 scheint sich ausschließlich von Pigmenten in der Haut des Wirtes zu ernähren, unter anderem auch Melanin, was dazu führen kann, dass es so wirkt, dass der Wirt an einer Form von Vitiligo leidet. Der Organismus zeigt jedoch eine deutliche Präferenz für andere Tattoos und spürt diese auf, um sie zu verzehren, bevor es auf natürliche Pigmente zurückgreift. Als Anmerkung ist zu sagen, dass die Nahrungsaufnahme selbst, abgesehen von den durch die Bewegung verursachten Beschwerden, schmerzlos ist. Normale Tattoo-Tinte verschwindet einfach, wenn sie gefressen wurde. Die Größe des Organismus verändert sich nicht und es wurden bis dato keinerlei Ausscheidungen beobachtet. Der Organismus ist in der Lage, über 0,6 Quadratmeter Haut pro Stunde von Pigmenten zu reinigen. Man kann SCP-021 füttern, indem man schnell Früchte oder Kleintiere auf den Wirt tätowiert. SCP-021 kann mit unterschiedlichen Erfolgsraten zwischen Wirten durch verschiedene Formen des Körperkontaktes übertragen werden. Im Falle einer erfolgreichen Übertragung schwimmt der Organismus einfach von einer Person zur anderen. Sexueller Verkehr scheint die zuverlässigste Übertragungsmethode zu sein, mit einer Übertragungsrate von 93%. Aufgrund der starken Schmerzen ist dieser Prozess jedoch nicht ideal. Der Kontakt zwischen zwei offenen Wunden ist im Allgemeinen vorzuziehen. Die Übertragung ist bei verstorbenen Personen komplizierter, wenn auch nicht unmöglich. Der Organismus erleidet durch den Tod seines Wirtes keine negativen Auswirkungen und nimmt weiterhin Pigmente auf. Die Möglichkeit einer Übertragung zwischen verschiedenen Tierarten ist derzeit unbekannt. Frühere Versuche deuten darauf hin, dass sie entweder unmöglich ist oder nur äußerst selten vorkommt. SCP-021 bietet seinem Wirt einige Vorteile. Die Tätowierung beschleunigt nachweislich die Freisetzung und Wiederaufnahme von Adrenalin und verringert den Aufbau von Milchsäure, was zu einer Erhöhung von Körperkraft, Selbstvertrauen und Schmerztoleranz in Stresssituationen führt und die üblichen Nachwirkungen von Schwäche und Müdigkeit reduziert. Darüber hinaus scheint die Tätowierung eine positive Wirkung auf das Immunsystem des Wirtes zu haben. Aggressionslevel bei Wirten sind in der Regel überdurchschnittlich hoch. Ob es sich dabei um eine direkte Wirkung der Tätowierung oder einfach nur um eine Reaktion auf den ständigen Schmerz handelt, bleibt abzuwarten. Die symbiotische Beziehung ist in der Regel dadurch begrenzt, wie lange der Wirt solche Schmerzen im Alltag tolerieren kann. Dies hat in der Vergangenheit bei einer Reihe von Subjekten bereits zum Selbstmord geführt. In seltenen Fällen sind die Wirte auch Opfer von tödlichen Hautinfektionen geworden. Die Herkunft und die Natur von SCP-021 sind ein Rätsel. Die Verfolgung der Übertragung von Wirt zu Wirt ist im Rahmen der Geheimhaltung kaum möglich und der Organismus könnte hunderte von Jahren alt sein, wenn nicht sogar älter. Dennoch stellt die Verwahrung von SCP-021 mit fast Daten gelöscht Jahren eine der längsten, erfolgreichen Verwahrungen in der Geschichte der Foundation dar und hat sich als bisher sehr lehrreich erwiesen. Die derzeitige Forschung konzentriert sich vor allem auf die Beobachtung des Lebens in zwei Dimensionen.